Christian Hafenecker, der FPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Und was macht die ÖVP? Sie macht daraus ein Politikum und spielte Hafeneckers Positivtestung wohl auch an befreundete Medien. Anhand der Causa Hafenecker wird der von Schwarz-Grün verursachte Corona-Irrsinn so richtig deutlich. Zum Beispiel sind viele der Infizierten bereits geimpft, manche von ihnen sogar vollständig. Aber auch die hohe Fehlerquote der Corona-Tests durfte nun so mancher am eigenen Leib erfahren. Zur Plenarsitzung am Mittwoch meldeten sich insgesamt 10 Abgeordnete abwesend. Sie alle könnten Medienberichten zufolge Teil des sogenannten U-Ausschuss-Clusters sein. Ein Cluster, wo Hafenecker als Quelle praktisch ausgeschlossen werden kann. Auch wenn das diverse Medien und Vertreter der ÖVP gerne anders sehen würden. ÖVP-Ministerin Köstinger ging sogar so weit und sprach von einem Hafenecker-Cluster. Wie auch immer, Teil dieses Clusters dürfte auch der grüne Abgeordnete David Stöckmüller sein, dessen Infektion allerdings mehr als fraglich ist. Er twitterte nämlich, dass seine Antigentests negativ seien. Mit denen hätte er sogar noch ins Wirtshaus gehen können, kommentierte Stöckmüller seine persönlichen Erfahrungen mit dem Corona-Test-Voodoo. Stöckmüller wäre aber nicht der erste falsch positive Fall im U-Ausschuss-Cluster. Ursprünglich wurde auch ein SPÖ-Mitarbeiter als positiver Fall gemeldet. Doch dann stellte sich heraus, er war falsch positiv. Jetzt erfahren viele parlamentarische Vertreter am eigenen Leib, wie viel Sinnloses in den letzten Monaten etwa in Sachen Testungen produziert wurde. Während für so manche Politiker solche falsch positiven Tests und die daraus resultierende, vollkommen grundlose Quarantäne eher ein geringeres Problem darstellen, sind sie für viele Österreicher seit Monaten eine wirtschaftliche Bedrohung. Außerdem kostet der Testirrsinn, der derzeit in Wien nochmals verstärkt wurde, zig Millionen Euro Steuergeld. Dass die politischen Vertreter des Corona-Wahnsinns aus den aktuellen Erfahrungen neue Erkenntnisse mitnehmen, darf jedoch bezweifelt werden. Stattdessen wird lieber die Geschichte des Hafenecker-Clusters und einer unverantwortlichen FPÖ weiter vorangetrieben, während man selbst lockerflockig einen Regierungsumtrunk beim Heurigen veranstaltete. Na, hoffentlich entsteht hier kein Schwarz-Grün-Cluster.